Pauls Mutter arbeitet fleißig im Garten. Als Paul vorbeikommt, wundert er sich, was seine Mutter da mit den ganzen Pflanzen macht. Hallo Mama, was machst du denn da? Na, ich pflanze ganz viele Blumen für die Bienen. Die sind doch wichtig für uns. Paul wundert sich. Warum sind Bienen denn so wichtig? Bienen sind nicht nur für den leckeren Honig auf deinem Pausenbrot verantwortlich, sondern auch für dein Lieblingsobst, wie saftige Erdbeeren oder knackige Äpfel. 80% aller Nutz- und Wildpflanzen werden von Honigbienen bestäubt. Nur die restlichen 20% von Schmetterlingen, Fliegen, Hummeln und anderen Insekten. Ohne die Bestäubung der Bienen würden viele unserer Lebensmittel nicht wachsen können. Aber Mama, was ist denn überhaupt eine Bestäubung? Wenn eine Blume besonders gut riecht, fliegt die Honigbiene zu ihr und setzt sich darauf. Mit ihrem Rüssel saugen sie dann die klebrige Masse der Blüte auf, um sowohl sich als auch ihre Nachkommen davon zu ernähren. Bei diesem Vorgang bleibt Blütenstaub, die sogenannten Pollen, an den Beinen der Biene hängen. Fliegt diese Biene also zum Beispiel zu einem Apfelbaum, bestäubt sie dessen Blüten mit den Pollen an ihren Beinen. Nur so kann aus der Apfelbaumblüte ein Apfel wachsen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ohne die Bestäubung der Bienen einiges an Obst und Gemüse nicht wachsen könnte. So hätten wir also keine Tomaten, Möhren, Kürbisse und Wassermelonen, Gurken, Himbeeren, Äpfel, Erdbeeren oder Kirschen. Paul ist von der Arbeit der Honigbienen begeistert. Er hat gelernt, dass Bienen sehr nützliche Tiere sind und man ihre Arbeit unterstützen kann, indem man viele bunte Blumen in seinem Garten pflanzen kann. Bist du auch mit dabei?